Heute schauen wir mal, was wir in einem Hyundai i30 am Sound verbessern können. Wir möchten hier einen aktiven Subwoofer versteckt in der Reserveradmulde einbauen und bauen dabei auch das Autoradio raus. Wir verlegen die Kabel vom Autoradio an der Seite bis hinter den Kofferraum rein und genießen danach geilen Bass. Herzlich willkommen bei AS24, eurem Kanal für alles rund um den guten Sound im Auto. Bevor wir richtig loslegen mit der Installation, machen wir erstmal einen Hörcheck mit unserer Stereo-CD. Die bekommt ihr natürlich auch bei uns im Webshop zum Kaufen. Und da machen wir euch auch im Laufe des Videos noch ein schickes Angebot dazu. Wir hören jetzt mal ganz kurz rein, damit wir nicht danach sagen, ja klar, mit Subwoofer klingt es natürlich besser, ist ja logisch eigentlich, aber ich will ja eigentlich wissen, wie viel besser klingt es eigentlich, wo wirkt sich es genau aus und euch vielleicht ein kurzes Statement zur gesamten Anlage geben, wie der Originalzustand so ist. Also ich höre jetzt mal rein, ich darf euch jetzt hier auf YouTube nicht mitnehmen, die Musik anzuhören, aber deswegen bin ich ja gleich wieder für euch da. Der Hörtest ist etwas ernüchternd, weil natürlich auch schon die Leistung vom Autoradio sehr dürftig ist. Und sobald man hier voll aufdreht, und voll aufdrehen heißt nicht voll laut, verzerrt eigentlich schon alles. Also man muss da ein kleines Stück zurückdrehen, damit man das Gefühl hat, ja, es ist alles eigentlich noch verzerrungsfrei. Der Bass und alles, ja, das ist halt, also es ist nicht wirklich gut. Also der Bass kickt nicht. Die Stimmen, wie gesagt, die verzerren, wenn man Bass dann rausdreht, also auf Minus geht, dann wird es ein bisschen besser mit den Stimmen bei höheren Lautstärken, weil natürlich dann die Leistung für die Stimmen übrig bleibt. Aber jetzt schauen wir mal, was es bringt, wenn wir unseren Subwoofer einbauen und dann die Justage nochmal machen und dann schauen wir mal weiter. Aber jetzt bauen wir mal den aktiven Subwoofer ein. Okay, was verbauen wir überhaupt und wie verbauen wir es? Wir haben als Subwoofer einen doppelten, der nennt sich, jetzt muss ich ein bisschen spicken, RS08 RB Dual Active. Ja, jetzt habe ich am Kameramann vorbeigeschaut, weil da der Karton steht. Das ist ein Aktiv-Subwoofer für die Reserveradmulde, die hier einen eigenen Verstärker hier direkt eingebaut hat im Gehäuse und zwei 20 cm Subwoofer im geschlossenen Gehäuse. Der verschwindet in der Kofferraum-Reserveradmulde. Wir schließen das Ganze an. Am Autoradio ziehen wir den Sound ab und da mag ich euch gleich jetzt unser Kabel vorstellen, unser 8-adriges, also 4-kanaliges Komplettkabel mit Lautsprecherkabel. Das heißt, das können wir vorne am Autoradio anschließen und können bis zu 4 Kanälen bis in den Kofferraum mit einem einzigen dicken Kabel nach hinten fahren. Das schaut natürlich sauber aus. Und die sind auch alle farblich getrennt voneinander, so dass ihr hier nie das Problem habt, was ist jetzt welches Kabel, weil alle gleich ausschauen. Insofern mag ich euch das hier in dem Beispiel zeigen. Auch wenn wir, um den Subwoofer jetzt anzuschließen, nur 2 Kanäle nutzen, also quasi das halbe Kabel. Aber ich zeige euch einfach mal, was wir alles im Lager haben, was ihr verwenden könnt. Das Ganze wird dann eingebaut über ein HLA Slim. Das ist ein High-Low-Konverter. Der hat einen eigenen eingebauten hier drin. Wir nutzen zusätzlich noch den, da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Und das Ganze mit einer kleinen Cinch-Leitung, um die Verbindung von hier, von unserem HLA, unserem Soundgenerator, auf die Endstufe zu gehen. Das Ganze gibt es zusammenzubauen mit unserem HL-Set. Da sind genügend Anschlussadapter mit dabei, um den Abgriff am Autoradio für das Lautsprecherkabel zu machen, das wir nach hinten in den Kofferraum ziehen. Und unser Aktiv-Subwoofer von Gladen hat noch eine separate Fernbedienung mit dabei, damit man auch alles vom Fahrersitz aus steuern kann. Das werden wir ebenfalls noch installieren. Die Stromversorgung für unseren Subwoofer mit der eingebauten Endstufe und das Ding macht schon richtig Dampf. Da nehmen wir unseren V10 Kupfer Kabelkit, um alles anzuschließen. Und als Schmankerl habe ich für euch daheim, wenn ihr sagt, das gefällt mir für mein Fahrzeug, in unserem Beispiel der i30, könnt ihr aber natürlich auch woanders einbauen, das ist ja jetzt bloß ein Beispiel, ein Einbaubeispiel. Wir geben euch dazu, wenn ihr das bei uns im Webshop unter dem Link, den wir euch jetzt hier im Videobeschreibungstext mit dazu machen, dazu
zu diesem Subwoofer gibt es noch zwei Dämmmatten im Wert von 40 Euro mit dazu. Oder ihr könnt euch entscheiden, nö, die Dämmmatten finden wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht so wichtig. Dann würden wir euch als Paket 2 das Ganze mit unserer Stereo-Hörtest-CD mit dazu ausliefern. Die wäre natürlich dann auch gratis mit dabei. Das heißt, wir haben das soweit für euch vorbereitet, dass es für euch immer ein kleines Schmankerl ist. Wer sagt, so ein Subwoofer hier, Reserverad komplett raus, für jemanden, der das drin hat. Unser i30 hat schon gar kein Reserverad mehr drin. Da ist zwar die Vorrichtung da, aber wahrscheinlich gibt es das auch in der Ausführung mit Reserverad. Wer sagt, na, das mag ich aber auf gar keinen Fall rausmachen, der hat noch so Möglichkeiten, wie jetzt hier der Riten Res 11 zum Beispiel zu installieren, der ins Reserverad reinpasst. Der macht natürlich nicht so viel Dampf wie das Ding hier, aber es ist eine andere Lösung. Das werden wir euch nachher nochmal kurz zeigen. Beziehungsweise eigentlich können wir es euch nicht großartig zeigen, weil in dem Fahrzeug kein Reserverad drin ist. Aber hier nochmal kurz auf solche Reserveradlösungen angedeutet, hier mit erledigt. So, und jetzt geht es eigentlich zum Einbau über. Autoradio rauszubauen ist gar nicht so kompliziert, wie es ausschaut. Wir fangen hier an der Seite an mit unserem Remover-Tool. Das gibt es bei uns im Webshop natürlich auch zu kaufen. Da könnt ihr die Seitenverkleidung hier mal ein bisschen aushängen. Das reicht schon, braucht man gar nicht abstecken. Und die erste Schraube lösen, eine Kreuzschlitz. So, und jetzt kann man das da unten aushängen, da ist so ein kleiner Widerhaken drin und das Ganze nach vorne rausziehen. Und das ist alles nur geklippt bis daher, alles ein bisschen vorsichtig und mit Gefühl entfernen. So, da haben wir es schon. Und dann machen wir zwei Stromkabel weg, aber da machen wir als allererstes jetzt mal die Sicherung vorne, also die Masseverbindung zur Batterie weg. Hier unter dem Deckel befindet sich der Massepol. Den können wir wegmachen. Damit ist das ganze Fahrzeug erstmal stromlos und wir können ganz gemütlich mal alles auseinanderbauen. So, das war's. So, und dann kann es weitergehen. Nehmen wir die Leiste wieder, alles abstecken. So, da unten ist auch so ein kleiner Widerhaken drin, das können wir auf die Seite legen. Und jetzt finden wir da zwei Schrauben, die den Lüftungsschacht halten. Die machen wir auch weg. So, den können wir jetzt rausklippen, genau. Da hinten ist nochmal ein Stecker dran, auch mit dem Widerhaken lösen. Und jetzt haben wir hier unten drin noch zwei Schrauben, die wir auch lösen müssen. Das sind jetzt die ersten zwei Schrauben vom Autoradio an sich, also wir sind schon recht weit. Hier hinten, hinter dem Monitor, ist auch so eine Klappe, die kann man mit dem Remover-Tool ganz cool wegklippen. So, unten reinfahren, alles kunststoffschonend wegmachen. Und da unten drunter sind jetzt nochmal zwei Schrauben, die wir natürlich auch lösen. Und jetzt können wir den ganzen Monitor rausnehmen, weil da hinten diese kleine Spange, die müssen wir noch lösen, nach oben klicken. So, haben wir es draußen. So, und jetzt können wir den Monitor rausziehen und das ist unser komplettes Autoradio, das wir an der Stelle jetzt einfach mal komplett abstecken. So, das war's. Den tun wir jetzt mal auf Seite legen. So, das sind alle Kabel. Das Einzige, was wir jetzt brauchen am Autoradioschacht von unseren Kabeln, ist das Signal, was unser Autoradio bisher an die vorderen Lautsprecher geliefert hat, damit wir das abgreifen können, um dieses Signal ebenfalls zu unserem Subwoofer im Kofferraum zu schieben. Dazu brauchen wir jetzt im Prinzip diese Kabel auf diesem Steckermodul. Das habe ich schon rausgemessen für euch. Da müssen wir drauf, das sind unsere vier Lautsprecher, also jeweils plus, minus, plus, minus, plus, minus. Vier Lautsprecher für vorne und hinten. Wir machen das alles mal ein bisschen auf, weil wir müssen jetzt tatsächlich auch an die Kabel ein bisschen ran. So, wir brauchen genau diesen Strang an Kabeln. Das sind unsere ganzen Lautsprecher. Ich habe für euch das bereits rausgemessen, wie es mit diesem Stecker genau funktioniert. Das sind ja unsere Lautsprecherkabel und ich habe hier auf diesem Schaltbild für mich schon mal rausgebloppt, welche Lautsprecher welche Polarität haben. Und wir haben hier Rear Left, das ist der hier da dran. Der hat hier sein Plus und das Schwarze ist das Minus.
Und bei dem da dran, beim nächsten, den wir jetzt als erstes mal abgreifen, das ist vorne links, ist das grüne Plus und das orangene Minus. Den zweiten hier, den greifen wir auch ab, das ist nämlich vorne rechts und vorne rechts Minus, Entschuldigung, das orangene ist Minus, das grüne ist Plus. Und hier, der da dran, das ist wieder der hintere rechte Ausgang. In dem Fall ist das weiße Minus und das braune Plus. Also alles, was man bisher so gelernt hat mit Minus, ist vielleicht ein schwarzes oder ein braunes. Ist hier in dem Fahrzeug genau was anderes. Ist aber auch keine Stromversorgung, sondern einfach nur die Niederfrequenzleitung. Deswegen sind hier wahrscheinlich keine Vorschriften da oder irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall alles ein bisschen anders. Unser vierkanaliges Lautsprecherkabel müssen wir jetzt entsprechend vorbereiten und auch mal die Litzen etwas zugänglicher machen. Dazu machen wir hier ein Teil des Kabels auf. Gut, hier haben wir vier Kanäle plus eine Remote-Leitung. Die brauchen wir jetzt in unserem Fall gar nicht. Wir nehmen jetzt für vorne links und vorne rechts das weiße und das graue. Das ist bei normalen ISO-Steckern immer so, diese Gegebenheit, dass weiß und grau vorne ist und grün und lila hinten. Wir nutzen jetzt aktuell bloß den vorderen Ausgang. So, damit ist das weg und jetzt das tun wir schon mal verlegen im Fahrzeug. Das Handschuhfach müssen wir in dem Fall gar nicht ganz rausmachen. Wir machen hier an der Seite, gibt es so Schnapper, die werden bloß weggedreht und rausgenommen. Damit kann man das Handschuhfach noch ein Stückchen weiter aufmachen. Und hier an der Seite ist dann auch nochmal der Öldämpfer hier, damit das nicht ganz so schnell runtergeht. Den müssen wir auch noch aushängen. So, dann ist der weg. So, das ist der hier. Und jetzt kommen wir da eigentlich schon mal ganz gut hin. Jetzt machen wir es aber erstmal wieder zu, weil jetzt machen wir da unten den Deckel weg. Und da unten sind in diesem Deckel so Narben drin. Da brauche ich bloß mit dem Finger unten rein und das Ganze nach unten ziehen. Dann habe ich das entriegelt. Hier ist der nächste und da drüben ist noch mal einer. Und jetzt kann ich das Ganze zu mir herziehen und habe ich das Ganze freigelegt. Und da kann ich jetzt entsprechend agieren, von unten nach oben Kabel durchziehen. Hier hinter den Teppich, hinter die Seitenschwellerverkleidung jetzt gleich rein. Um die Seitenschwellerverkleidung wegzumachen, machen wir den Gummi hier ein bisschen auf die Seite. Den kann man komplett wegmachen. So, und jetzt fahren wir hier unten rein und klippen die Teile alle nur weg. Und hier dran funktioniert es genauso. Da unten drin ist ein Clip, den wir entriegeln müssen. Da können wir schön unten reinfahren. So, das war's schon. Und jetzt können wir das Ganze herziehen, den wegmachen. Auch die B-Säulenverkleidung hier unten können wir hier mit dem Clip nach vorne drücken. Und das gleiche machen wir jetzt hinten am hinteren Türeinstieg genauso. Damit man da unten an die Schwelle Schrauben drankommt, da hinten sind nämlich nur zwei drin, machen wir den Rücksitz, den tun wir entriegeln. Und der ist tatsächlich nur unten auch geklippt. So, und jetzt können wir das Ganze so weit nach oben drücken, dass wir da unten an zwei Schrauben drankommen. So, hier machen wir den Gummi genauso weg. Dann können wir hier wunderbar unten reinlangen und das Ganze entriegeln und auf die Seite tun. Da ist die Schraube, wo mir gerade runtergefallen ist. So. Und hier können wir genauso den Druck machen nach außen und können jetzt hier das Kabel durchlegen. Unseren Kabelanschluss legen wir am besten rückwärts von hier oben nach unten. Da können wir das Kabel hier durchziehen, da wo auch die anderen Kabel so weglaufen. Und können das da hinten durchlegen. Irgendwie geht das vorher ganz easy. So, jetzt haben wir unser Kabel schon da. Bis da unten. Und jetzt ziehen wir das noch da unten durch. Nach ganz unten. So, das ist unser Kabel, das wir jetzt hier drauf anschließen müssen. Unser HL-Set hat ja verschiedene Abzweigverbinder hier gleich mit integriert. Damit können wir jetzt so ziemlich alles machen, was an einem Autoradio so anfällt. Wir brauchen jetzt mal 1, 2, 3, 4 Anschlüsse, also 4 Kabelenden. Und wir nehmen
die braunen Abzweigverbinder, weil wir doch ein recht dünnes Kabel drin haben und kein so ein dickes. Die blauen wären für dicke Anwendungen und die Sachen hier für eher dünnere Kabel. Uns reicht jetzt mal diese Variante vorerst. Auf unsere zwei Kanäle, also Plus und Minus, machen wir jetzt erstmal unsere Quetschverbinder drauf, einseitig. So, und hier kann man jetzt diese Ösen drauf machen. Diese Quetschzange findet ihr übrigens bei uns auch im Webshop. Die Enden vorbereitet und jetzt gehen wir auf unsere Kabel drauf. Jetzt bekommt jedes unserer benötigten Kabel einen Stromdieb verpasst. Das ist einfach nur ein Aufquetschen auf das vorhandene Kabel. So, man sieht es hier doch ganz gut, glaube ich. Ups. So. Das verriegelt an der Seite, das ist zu. Das machen wir jetzt mit allen diesen Kabeln. Jetzt können wir hier unser linkes Signalkabel auf unseren linken Ausgang vom Autoradio. Das grüne ist Plus, das ist in dem Fall das nicht markierte Kabel, also das reihenweise. Das können wir jetzt hier aufstecken und haben Kontakt auf dieses Kabel jetzt drauf. Und das gleiche machen wir für das Minus hier auf der Seite. So, gut drauf. So, das wäre das erste. Und jetzt auf, noch für den rechten Kanal. Rechts war auch, was waren jetzt nochmal rechts, muss ich nachschauen. Grün ist Plus, also wieder. Grün ist in dem Fall Plus und Orange Minus. So, damit haben wir unseren Abgriff für das Soundsignal schon gemacht. Für jeden, der sagt, dass die Kabel hier auf das Originalkabel drauf machen, sowas tut man doch nicht. Also doch, man tut sowas. Es ist keine Riesenschande. Wir machen das Kabel hier nicht völlig kaputt oder irgendwie sowas. Es ist alles reparabel. Wer aber sagt, nein, ich will das anders haben, der hätte die Möglichkeit, ein PPAC98 zu nehmen, die Kabel hier anzustecken. Und quasi zu verlängern auf diesem Block hier, weil das sind jetzt die gleichen Stecker wie gerade eben. Und jetzt habe ich ein Kabelstück zwischen rein gemacht, das dann die ISO-ISO-Verkabelung auftrennt. Und ich meine Lautsprecherkabel und so weiter hier alles separat anschließen kann und wilde Sachen damit machen kann. So, jetzt haben wir aber bei diesem Fahrzeug echt 0,0 Platz da hinten drin, um dieses ganze Zusatzstück auch noch da hinten unterzubringen. Wer das also machen mag, der darf das gern tun und das versuchen. Aber ich sehe da ziemlich schwarz. Insofern habe ich mich jetzt auch wirklich entschieden, die Kabel hier ganz normal mit unserem HL-Set abzugreifen und dort anzuschließen. Ende Gelände. Wir haben jetzt hier im Fußraum bereits unser Lautsprecherkabel, das wir jetzt in den Kofferraum legen, drinnen liegen. Und wir müssen jetzt noch unsere Fernbedienung beachten. Die müssen wir natürlich auch irgendwo installieren. Wir haben uns jetzt entschieden, bei dem Fahrzeug die mit hier reinzumachen. Machen wir ein doppelseitiges Klebeband hin, können das Kabel hier schön nach hinten durchführen. Das geht null im Weg um. Bei dem Fahrzeug wäre alles andere ziemlich aufwendig, um das Ding irgendwo hinzumachen. Aber man muss es ja auch bedienen können. Insofern vielleicht auch irgendwie so zum Rausnehmen bedienen. Man muss es nur ab und zu mal nachregulieren. Also im Prinzip braucht man das eher selten. Das Kabel für den Bassregler können wir hier hinten durchlegen und mit dem Finger hinten abnehmen und unten durchziehen. Habe ich es hier wieder und kann mir das mal so zurechtlegen, wie ich es jetzt brauche. So, jetzt haben wir ja noch die Teile hier offen. Das lassen wir jetzt auch vorläufig noch offen. Das können wir auch alles hier erstmal so lassen und machen das nachher fest, weil wir müssen ja noch ein Stromkabel legen, weil das Stromkabel ist jetzt das nächste, was wir jetzt verlegen müssen. Und das Ganze natürlich vom Motorraum bis hier rein. Und ja, dann fangen wir halt mal an mit dem Stromkabel. Die Kabel hier unten im Beifahrerfußraum lassen wir jetzt, weil wir gehen dann später mit unserem Stromkabel, Lautsprecherkabel und unserer Bassregelleitung auf der Beifahrerseite komplett in den Kofferraum rein, weil bei uns das Störproblem, was man öfters mal so, man soll ja Chinch-Leitung und Signalleitung von der Stromleitung getrennt verlegen, damit das nicht einstreuen kann und keine Störgeräusche kommen.
Erstens haben wir ein sehr gutes Lautsprecherkabel, das ist in sich nochmal verdrillt ist. Also das sorgt, das sorgt dafür, dass erst gar keine Störungen großartig einstreuen können. Und zudem sollte es bei uns einstreuen, würde es nur auf einen Subwoofer einstreuen. Das heißt, sowas wie Pfeifen von der Lichtmaschine würde ich gar nicht hören beim Subwoofer, weil das ja eh weggefiltert wird. Wer allerdings jetzt sagt, ich mache jetzt eine Endstufe für meine Frontlautsprecher auch noch in meinen Kofferraum hinten rein, also der sollte dann doch bitte die Fahrerseite auch noch aufmachen. Das Cinch-Kabel auf der Fahrerseite reinlegen und auf der Beifahrerseite die Signalleitung verlegen, damit wir das dann tatsächlich getrennt voneinander verlegen können, Strom und Signalleitung. Bei uns in dem Fall nutzen wir die Gelegenheit, wir fahren auf einer Seite alles nach hinten. Das Stromkabel für unseren geladen Doppelwoofer wäre jetzt in dem Fall ein V10 Kupfer, das gibt es natürlich auch bei uns im Webshop und im Videobeschreibungstext natürlich, und dann nehmen wir jetzt unser 5 Meter Plus Kabel und schauen mal im Motorraum, wie es da in den Innenraum geht. Hier hinten, hinter dem Motorblock, ist tatsächlich so eine große Gummimuffe drin, die sich sogar ganz entspannt lösen lässt. Und hier sind wir schon im Innenraum drin. Wir machen jetzt die Muffe nochmal raus und ziehen unser Kabel durch, dichten das mit Bitumenband ab und sind schon im Innenraum. Okay. Hier dran ist schon ein Schlitz drin. Da ist tatsächlich alles schon soweit vorbereitet. Das ist ein tatsächlich von Kia ein Schlitz schon drin. Den können wir verwenden, unser Kabel durchzuziehen. Das machen wir jetzt mal. So, ja. Genau. Das ist super. Okay, jetzt können wir das hier mal aufschneiden ein bisschen. Okay, gut. So, da haben wir unser Kabel. Ja, wenn es nur durch ging. Jetzt, so, hier sind wir. Das Kabel können wir jetzt mal direkt durchziehen. Okay. Und das tun wir mal in die Fahrgastzelle rüber und können es von da hinterm Handschuhfach oder durch die Teile, wo wir schon wegmontiert haben, durchziehen. So, wir sind jetzt direkt hinterm Handschuhfach und können da das Kabel bereits schon sehen und greifen von innen. Hier unterhalb vom Handschuhfach kommt mein Kabel schon raus und kann das natürlich jetzt durch die Gummimuffe durchziehen. So, jetzt können wir von hinten noch einmal das Bitumen, das gibt es bei uns natürlich auch im Webshop, hier durchdrücken, damit das alles dicht wird. Das dichtet richtig schön ab. Und das können wir hier auf der einen Seite natürlich mal machen. So, jetzt können wir den ganzen Gummipropfen schon wieder dran machen. So, einmal da rein, überall rum und num. So, und jetzt machen wir hier auch noch Bitumen dran, damit das auch von außen dicht ist, wobei da eh kaum Wasser dran ist. So, Ende. Das Stromkabel, wo wir jetzt im Motorraum haben, gehört natürlich jetzt auf den Pluspol drauf. Da gehört jetzt noch eine Sicherung mit rein. Und ich werde das Ganze noch mit unserem Gewebeschlauch, den es ebenfalls bei uns im Webshop zu kaufen gibt, überziehen. Und ihr dürft dabei im Zeitraffer zuschauen, weil das ist jetzt was, was man einfach jederzeit nachmachen kann und worüber wir schon so viele Videos gemacht haben, wie man so eine Sicherung drauf macht. Also jetzt ohne Kommentar einfach weiter. Fertig ist unsere Sicherung und jetzt brauchen wir das Ganze hier nur noch mit dem Kabelbinder noch festmachen und auf unseren Pluspol drauf gehen. Machen wir jetzt allerdings noch nicht, weil jetzt machen wir natürlich erstmal den Rest der Anlage fertig. Jetzt haben wir alle drei Kabel, die nach hinten in den Kofferraum müssen, vorliegen und jetzt müssen wir das Ganze hier unten drin verstauen. Das kann man hier unten auch mit Kabelbinder festmachen, damit da nichts rumfliegt, und können hier an der Seite das Kabel
nach hinten legen. Auch das werde ich euch im Zeitraffer jetzt zeigen. Ab jetzt können wir die Kabel unter der Verkleidung, unterm Sitz bis in den Kofferraum hinten durchziehen. Da kann man unterm Sitz durchgreifen. Das ist recht entspannt. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir schon hier im Kofferraum und können direkt hier reinlegen. So. Alles, was wir brauchen. Hier können wir auch noch mal einen Kabelbinder jetzt setzen, damit das Kabel schön beieinander bleibt. Und dann können wir die Verkleidungsteile auch schon wieder alle drauf machen, weil jetzt haben wir alle Kabel drin, die wir brauchen. Okay. So, da unten schrauben und hier die Gummis wieder sauber aufsetzen. Ihr kennt das ja. So. Das war's. Für hinten. Wir haben jetzt hier die Rücksitzbank nochmal umgeklappt. Jetzt sieht man ja hier optimal unten rein. Hier haben wir die Isofix-Verankerung. Das heißt, da wo kleine Kinder befestigt werden, also festgeschnallt werden, da können wir auch unsere Masse mit draufklemmen und werden eine gute Masse haben, weil das sind richtige Rahmenteile, wo das alles befestigt ist. Oh yeah. So, Olli, mit einer Ratsche wäre es vielleicht auch einfacher gegangen. Aber egal, wir wollen ja mal zeigen, dass wir auch Gabelschlüssel haben. So, und jetzt können wir das Ganze hier wieder befestigen. Aber reinwärts mache ich das jetzt mit einer Ratsche, mit einer Nuss. Ja, hoi. Okay. Masse plus Signalleitung, Remote, Steuerleitung, alles da. So. So, jetzt binden wir die Kabel vorher nochmal so zusammen. Stromkabel sind jetzt beieinander. Da habe ich das Lautsprecherkabel. Da gehen wir nachher mit unserem High-Low-Adapter auf den High-Low-Level-Eingang von dem Aktiv-Subwoofer. Und das packen wir jetzt nochmal schön in einen Gewebeschlauch rein. So. Ich habe euch ja versprochen, einen kleinen Einkaufsvorteil für euch. Für alle, die den Link im Videobeschreibungstext benutzen, einkaufen. Weil da geben wir diese zwei Matten dazu. Das sind zwei Dämmmatten, also Alubetyl, die wir jetzt nutzen können, um den Kofferraum, der noch so mitschwingt, ruhig zu stellen. Wer sagt, ich brauche das nicht im Kofferraum, ich nehme das lieber für meine Türverkleidung, was innen drin zur Türdämmung genutzt werden kann, der kann das genauso nutzen. Wir machen das jetzt mal hier in den Kofferraum mit rein, damit ihr seht, wie wir das auch anwenden können. Und damit haben wir zwei Matten verarbeitet und wie man sieht, hier in der Mitte drin schwingt es zwar auch mit, aber da ist auch schon so eine Erschwerungsmatte mit drin, damit es besser wird. Also wie man das anwendet, auch immer. Es bringt auf jeden Fall weniger Dröhnung und weniger Scheppern von außen. Jetzt kann man den Woofer schon mal reintun und den richten wir so aus, dass die Endstufe hier rüber zeigt zu den Kabeln. Wunderbar. Und jetzt machen wir noch ein Bitumenkissen drunter, damit die Basskiste nicht irgendwie in der Gegend rumrutscht, sondern mal an einer Stelle haften bleibt. Also ich verklebe das nicht, das haftet nur. Okay, jetzt machen wir hier die Stromversorgung dran. Die machen wir ein bisschen kürzer, damit es das nachher uns beim Remote-Kabel hier besser hält. Ein bisschen hier Spannung drauf bringen, damit da nichts drauf geht. So, das machen wir hier auf.
So, einmal. Und. Und jetzt können wir auch das hier schöner zusammen machen. Das ist einmal Strom. Und jetzt haben wir noch unser Signalkabel. Unser Signalkabel machen wir mal wie am Autoradio vorne auch. Erstmal auf. Hier haben wir unsere zwei Anschlüsse von vorne, die wir vorne verwendet haben. Hinten machen wir jetzt an der Stelle tatsächlich einfach mal so in der Entfernung alles weg. Weil, wer weiß, was wir jemals vorne daran anschließen, können wir zumindest die Aderenden hier isolieren, damit da nichts passiert, was auch immer. Jetzt aktuell ist ja sowieso gar nichts drauf, aber dann machen wir es halt ganz sicher. So. So, und die zwei Kabel, da machen wir jetzt unsere Rundstecker drauf, damit wir jetzt mit unserem Signal in die Endstufe reinfahren können. Unseren HLA Slim High-Low Adapter bereiten wir jetzt gleich mal hier auf der Werkbank vor. Die müssen wir nämlich überall mit Ader-Endhülsen und mit Quetschverbinder gegenstecken, damit das nachher im Fahrzeug jetzt alles eingestellt und eingesteckt werden kann. So, jetzt können wir hier auf unsere Stromanschlüsse die Ader-Endhülsen drauf machen. Und das ist unser neuer Remote, erzeugt nämlich unser High-Low-Adapter aus unserem Lautsprechersignal. Sobald Strom oder Sound anliegt, gibt er hier 12 Volt raus und schaltet unsere Endstufe an. So, und hier müssen wir nachher auf unsere Lautsprecherkabel drauf gehen. Da haben wir jetzt die Gegenstücke im Fahrzeug schon hinterlegt. So, dalle. Und da können wir unsere Cinch-Leitung jetzt anstecken. Und in die Endstufe rein. Also mal ab ins Auto. Können wir hier zumachen. So. Dann kommt unser Minus, das machen wir hier mit rein. Da ist auf jeden Fall so viel Luft, dass wir das mit dran bringen. So, jetzt schaut das noch besser aus, können wir das alles zusammenbinden und entsprechend noch in einen Gewebeschlauch verstauen, damit es gut ausschaut. So, das quetschen wir alles erstmal da so hinten rein. So, weil das können wir nachher wieder hochziehen. Genau, so. Jetzt haben wir unseren Anschluss vom Autoradio vorne und das müssen wir jetzt mit dem High-Low-Adapter rechts und links auch verbinden. Wir haben hier, das Kabel ist rechts plus. Dann schließen wir das so auf rechts plus an. Das ist der graue ohne Markierung. Das ist der hier. Bleibt dann automatisch der andere graue übrig auf den Minus. Und jetzt haben wir den Plus, das ist der nächste hier. Steht ja alles hier deutlich drauf für Leute, die noch gut lesen können. Auf Plus und Minus. Also für nicht nur Leute, die gut lesen können, sondern die gut sehen können, wollte ich sagen. Okay, so und jetzt kann man alles zusammenbinden. Und alles verstauen hier. So. Level ist auf 0, Bass Boost auf 0. Ja. 0 Grad Phase. Und Low Pass. Hier hinten können wir unser Kabel jetzt nochmal festmachen. Damit wird der Sicherungshalter auch schon quasi fixiert. Und jetzt können wir den Sicherungshalter eigentlich hier so hängen lassen. Das spielt keine Rolle. Und jetzt ziehen wir unsere Ringöse hier unten durch das Kunststoff durch. Können wir direkt hier rein.
Die Sicherung lassen wir da, wo sie ist. So, und jetzt gehen wir hier direkt auf unseren Pol drauf, auf unseren Pluspol. Den können wir bei dem Fahrzeug direkt abnehmen und unsere Ringöse oben drauf machen. So, Nummer 1. Und jetzt können wir natürlich unsere Masse auch wieder drauf machen. So, das war's, was die Stromversorgung betrifft und die komplette Installation. So, und sehen Sie, Sie sehen nichts. So, das müssen wir natürlich da so reinbringen. So, Ende Gelände. Und da ist unser Woofer drunter. Mit unserem minimalen Kabelaufwand hinterm Radio war es auch recht easy, das Radio jetzt wieder genauso reinzumachen, wie wir es rausgemacht gehabt haben. Jetzt alles wieder rückwirkend, wieder verklicken. Klack, klack, klack. So, das Hyundai. So, alles wieder zumachen. Das war's. Da können wir das Handschuhfach wieder entsprechend zusammenbauen. Und dann geht's zur Hörprobe. Unsere Fernbedienung für den Bass, die machen wir jetzt daher. Und zwar mit dem doppelseitigen Klebeband, also Quatsch, mit Klett, aber geklebt. So, einmal und das Ganze auf der Fernbedienung auch nochmal. So. Jetzt kann er da eigentlich aus dem Handgelenk raus sogar, das geht ganz entspannt. Lauter, leiser, weniger Frequenz, mehr Frequenz. So ist es, genauso wie wir wollen. Gut. Ja, ist doch geil. Also jetzt haben wir zwar immer noch ein Lautsprechersystem vorne und für hinten, wo halt, naja, eine gewisse maximale Lautstärke erreicht, die ist nicht sonderlich hoch, aber wahrscheinlich für den normalen Gebraucher eigentlich okay. Wo vorhin der Bass gar nicht da war, da rumst der jetzt richtig schön unten rum und gibt einem jetzt so das Gesamtgefühl, ja, jetzt passt eigentlich das Gesamtbild wieder, was vorher nicht da war. Und deswegen ist jetzt der Subwoofer alleine an sich, auch wenn das Frontsystem alleine gar nicht so richtig läuft, jetzt die optimale Ergänzung dazu, um dass man jetzt auch im Hyundai i30 sagen kann, ja, der Sound, so ist er jetzt rund, so macht Spaß einzusteigen und lange Strecken zu fahren. Es ist nicht ultra laut, aber es ist okay, man kann sehr gut Musik hören damit und ich glaube, damit haben wir auch diesem Kunden einen großen Gefallen getan. Hyundai i30, Subwoofer ergänzt, alle sind glücklich, der Sound ist cool. Der Aufwand hält sich in Grenzen und auch das Budget für die Investition ist eigentlich, glaube ich, okay. Das kann sich ja jeder für sich selber raussuchen, ob einem das Spaß macht oder ob einem das wert ist, einen coolen Bass im Auto zu haben. Jetzt macht auf jeden Fall das Autofahren mit dem Fahrzeug wieder richtig Spaß, mit der richtigen Mucke. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich natürlich über einen Abo-Button-Drücker von euch oder einen netten Kommentar, vielleicht auch einen kritischen Kommentar. Oder ihr folgt uns auf Instagram oder liked uns auf Facebook und folgt uns auch noch da. Danke fürs Zuschauen, bis bald, euer Olli.